Sehr gut. Das ist der letzte der Scout-Staffeln, Sir. Leider können wir dir die Fähre nicht hochbeamen. Die Breen haben eine Art Transporter-Disruptorfeld eingerichtet. Wir müssen da runter und es deaktivieren, bevor wir die Versklavten der Fähre retten können. Beamen sie runter und retten sie die Fähre. Außenteam 3, sammeln den Transporterraum 1 und Energie. Sir, die Sensoren zeigen, dass die Breen 3 separate Transportdisruptoren verwenden. Wir müssen diese Disruptoren ausschalten, bevor wir die Gefangenen zurücktransportieren können zur Andromeda. Die Transportdisruptoren scheinen speziell auf die Deferi-Physiologie zugeschnitten zu sein. Damit könnten die Breen rein- und rausbeamen, wann sie wollen, aber die Gefangenen würden eingeschlossen bleiben. Das erklärt auch, warum unser Transportersignal nicht unterbrochen wurde. Wir müssen auch innen die alle Breen-Wachen neutralisieren. Wir können keine unerwartete Breen-Technologie riskieren, die vielleicht in unsere Rettungsaktion eingreift. Deaktivieren Sie die Transportdisruptoren und greifen Sie die Breen-Wachen an. So. Was? Huch. Sichern Sie die Mine. Schalten Sie die Transportblockierungen aus. Besiegen Sie die Sklaventreiber der Breen. Überprüfen Sie die Gefängniszellen. Diese Gefängniszellen sind in die Transporterabschirmung eingebunden. Wenn wir sie abschalten, können wir die erfassten Deferi retten. Ich empfange auch weitere Deferi-Lebenszeichen auf anderen Ebenen. Anhand der ersten Angaben sind alle Zellen mit demselben Mechanismus verbunden. So, dann würde ich sagen... So, Sicherheitsteam und los geht's. Beschützt euren Admiral. So. Feuer! So. Enter-Kommando bereithalten. Team Charlie, mir nach. Team Bravo, mir ebenfalls nach. Einfach alle mir nach. Ich versuche gerade voll die Spannung reinzubauen, voll Stimmung zu machen. Ist nur ein bisschen schwierig. Aua! Nein! Nein! Ah, das wollte ich, genau. Hypospray wollte ich benutzen. Oh, das war echt knapp jetzt. Ich habe das Hypospray gerade noch benutzt. Ich wusste die Taste nicht mehr, wo das war. Aua. Ich glaube, ich lag gerade am Boden. Kann das sein? So. Sicherheitspersonal mir nach. So. Ja, ja. Je weiter ich, glaube ich, weg bin, desto mehr Damage, je näher ich dran bin, desto mehr Damage mache ich, glaube ich. So, und den flankieren wir ein bisschen. Ist egal, von wo ich angreife. Irgendeiner flankiert dann schon. Inventar ist voll, sehr gut. Was haben wir schon alles für Krempel? Z-Partikel, geil. Nehme ich natürlich gerne mit, die Z-Partikel. So, was haben wir denn hier? Ach ja. Deaktivieren Sie Transportblockierung. Oh. Tritaniumerz nehme ich auch gerne mit. Zack. So. Tritanium. Sehr gut. Haben wir auch. Brauchen wir auch. Wie gesagt, Forschung und Entwicklung ist echt teuer. Dann brauchen wir echt jede Menge davon, von dem Zeug. So. So, Feuer frei. Achso. War eine Verbündete. Ach, das lebt noch. Also. So, Regenerator. Sehr, sehr gut. Na, geht doch relativ fix, muss ich sagen. Also wir kämpfen uns da relativ schnell durch gerade. Finde ich gut. So, Feuer. Na, komm. Aha, Frostkanone. Finde ich nicht gut. Okay, halt euch mal. Genau. Das ist gar nicht mal schlecht. Kleines Hypospray. Okay, Sekunde mal. Ich kann die doch bestimmt... Ja, ich kann doch bestimmt wieder ausrüsten. Wusste ich doch, dass ich die wieder ausrüsten kann. Tyrell, die kriegt so eine komische Suppe. Und Cardassianischer Kanal kriegt sie auch noch. Savra, die kriegt noch so eine Energiezelle. So, und schauen wir, ob wir Platz im Inventar haben.
So macht man das. Sekunde. So. Dass das mal runterspringt, dann ist echt nervig. Oh, Tischtaktiker. Oh, oh. So. Machen wir uns ein bisschen mehr Damage, ich glaube schon, ne? So. Erstmal ordentlich Damage machen hier. Dann die Transportblockierung deaktivieren. Zack. So, habe ich den aufgenommen? Ja, habe ich. War da noch was? Achso, nee. Hab bloß ausgesehen. Ich dachte, da ist noch so ein Energiedingens, aber das war einfach, also ein Forschung- und Entwicklungsthema. War aber tatsächlich einfach nur das Zeichen für Taktik. Da war ich gerade etwas verwirrt. So, da greift er mit seinem Knüppel an. Ich glaube, es hackt. Weg mit dir. So, Personenschutzschild. Forschung entwickeln. Das hier nehmen wir noch mit Trioniumgas. Sehr gut. Na, huch. So eine kleine Wellenform. Ist auch selten. So, besiegen Sie die Sklaventreiber der Breen. Kriegen wir hin. Aha. Eine riesige Mine. Weg mit euch. Ihr habt euch mit der mit dem falschen Admiral der Sternflotte angelegt. So, haben wir das. Bestätigen Sie die Evakuierung der Deferie. Schalten Sie das Kraftfeld aus. Huch. Was war das? Toll. Ach, Mann, ich wollte gerade das Kraftfeld ausschalten und dann kam die Meldung von ihr hoch. Mann. Kann ich das irgendwie... Nee. Toll. Ach, ist das nervig. Also, ihr könnt's ja auf YouTube, ihr könnt's ja dann lesen. So, überprüfen Sie die Gefängniszellen. Wir haben die Bestätigung, dass alle Gefangenen der Ferie sicher transportiert wurden. Wir können umkehren. Sie sind doch bekannt als Dylan Hunt. Ich habe mir sie irgendwie eindrucksvoller vorgestellt. Immerhin war Todd Venn einer meiner zuverlässigsten Veteranen. Ihn zu besiegen, muss sie an ihre Grenzen gebracht haben. Ich würde gerne sagen, dass ich mich darauf freue, sie persönlich zu treffen, aber da ich erwarte, dass Todd Gran ihr Leben hier beendet, fürchte ich, dass das nicht möglich sein wird. Sie waren interessant, aber letztlich unerheblich. Auf Wiedersehen. Ja, ich würde sagen, bis gleich, bis ich dein Schiff in die Luft sprenge. Bitte was? Der hat mein ganzes Team gerade ausgelöscht. Bitte was? Besiegen Sie den Captain De Breen. Todd Gran, wäre schön. Alter, mein ganzes Team ausgelöscht gerade. Wir haben das geschafft. Sehr interessant, muss ich sagen. So. Nein! Ach, verdammt! Ach, Mist, ich habe mich gerade geheilt. Ich warte mal ganz kurz. Ich bin mal clever. Schafft die Sabra es noch? Sabra kämpft ganz kapfer bewusstlos, verdammt. Fuck, ich dachte, sie schafft es, ihn zu besiegen. Wäre lustig gewesen, weil dann, wenn die es nämlich schaffen, dann ist die Mission nämlich auch beendet. Ich dachte, sie schafft es vielleicht noch. Hä, warum bin ich denn jetzt gestorben eigentlich so schnell? Vor allem, warum ist mein ganzes Team gekillt worden? So, okay, jetzt nochmal von vorne. Diesmal ein bisschen mehr mit Gebrüll hier. So, okay. Das war's dann. Also, verlassen Sie das System. Kriegen wir hin.
Das ist es. Nachdem wir jetzt den zuständigen Offizier in Gewahrsam genommen haben, sollte die gesamte Minentätigkeit in die Binsen gehen. Aber wer hat diese Botschaft geschickt? Tortrell? Könnte er hinter all den Problemen stecken, mit denen sich die Deferi ablagen? Wir müssen der Sache genauer nachgehen. Die Sternenflotte sollte fähig sein, Patrouillen zu senden, um sicherzustellen, dass die Breen sich hier nicht wieder breit machen oder die Deferi vielleicht selbst hier eine Dilithiummine einrichten. Wir können gehen, wenn sie bereit sind. Verlassen Sie das System. System verlassen. Der hat eine Waffe mit Kälteschaden. Ist sehr effektiv. Ah, okay. So. 5 Personen hochbeamen. Ach ja. So. In der Kälte. Die Überlebenden sind auf dem Weg nach Hause und wir werden eine Expedition entsenden, um die Machbarkeit des Minenbetriebs durch uns selbst zu prüfen. Ich denke, dass es ratsam wäre, eine gemeinsame Operation mit ihrer Regierung in Betracht zu ziehen. Die Ressourcen im Zeria-System sind knapp und die beste Möglichkeit zur Wahrung des Gleichgewichts liegt darin, diese mit ihnen zu teilen. Danke für all ihre Unterstützung. Ihre Handlungen tragen zur Wahrung der Balance bei. Breen Transphasentorpedo. So, Frankte, schwacher Trost. Wir erhalten einen Notruf aus dem Rave-System. Ein Deferi-Transport wurde Opfer eines Angriffs durch die Breen und sie haben schwere Verluste erlitten und benötigen sofortige Unterstützung. Meine Leute haben keine militärischen Schiffe, Admiral, und es ist mir zuwider, ein leicht bewaffnetes Rettungsschiff in eine solch gefährliche Situation heranzuschicken. Bitte, Sie müssen etwas unternehmen, um ihnen zu helfen. Begeben Sie sich ins Rave-System im Deferi-Sektor des Alpha-Quadranten und antworten Sie auf einen Notruf eines Deferi-Frachters. Kiste mit Deferi-Schneeknollen. Was ist schön. Schnellfeuer-Transphasentorpedo. Aha. Akzeptieren. Schwacher Trost, da ist er. Kann ich hier eigentlich... Ach, ich kann das nur hier machen. Okay. So, Kurs setzen. Ach ja. KW-System, da fliegen wir jetzt mal hin und schauen, was passiert. Begeben Sie sich zum KW-System. Ja. Schauen wir mal, was uns jetzt erwartet. Schwacher Trost. Captain, wir werden von einer kampfunfähigen Deferi-Fregatte gerufen. Die Mitteilung wird auf den Schirm geleitet. Vielen Dank, dass Sie auf unser Notsignal antworten. Wir wurden von den Breen geentert und haben schwere Verluste erlitten. Wir wären für jede medizinische Hilfe dankbar, die Sie leisten können. Bitte gehen Sie in Transporterreichweite und beamen Sie so bald wie möglich hinüber. Das ist doch eine Falle. Das ist doch eine Falle. Kein Breen-Schiff weit und breit ist so bestimmt eine Falle. Mit der Ferry-Fregatte sprechen. Bitte beamen Sie so viel medizinische Hilfsgüter und Personal hinüber, wie Sie können. Wir senden Ihrem Transporter-Chief die Koordinaten unseres Trauma-Centers. Beamen Sie hinüber. Ah. Was ist das denn? Kristalle in der Wand. Sehr schön. Ja, es sieht alles sehr einladend aus hier. Sehr viele Verletzte, die auf dem Tisch hier einfach liegen. Die haben keine wirkliche Krankenstation, glaube ich, beziehungsweise die dürfte etwas überfüllt sein. Drum sind die alle hier, weil das sieht nicht aus wie eine Krankenstation. Mit Dr. Kosa sprechen. Um das Gleichgewicht willen, Sie hätten zu keinem besseren Zeitpunkt kommen können. Ich brauche alle verfügbaren Personen, um mit mir den Patienten zu helfen. Ich glaube, die Breen haben Spaß daran, anderen Leid zuzufügen. Es wurden nur wenige unserer Crew getötet, aber es wurden viele verletzt. Wenn Sie helfen möchten, ich brauche jemanden an Tisch 7. Nehmen Sie die Krankenakte des Patienten an sich und untersuchen Sie die Wunden. Wenn es nichts Schwerwiegendes ist, können Sie ihn behandeln, damit wir Platz für einen neuen Patienten schaffen. Untersuchen Sie die Wunde und behandeln Sie den Patienten auf Tisch 7. Ah ja,
Tisch 7. Einmal romulanisches Ale an Tisch 7, bitte. Tritaniumerz, sehr gut. So, nehme ich mal gerne mit. Hier, Tisch 7, das dürfte der hier sein. Mit verletzter Deferi sprechen. Bitte, es tut so weh, helfen Sie mir. Was tut Ihnen weh? Meine linke Seite, ich wurde von einem Disruptor-Gewehr der Breen getroffen. Bitte, ich brauche etwas gegen den Schmerz. Haben Sie etwas, das mir hilft? Behandlung gegen Disruptor-Verletzungen. Sind Sie gegen etwas allergisch? Ich bin allergisch gegen Metorpan. Es wurde mir einmal verabreicht und meine Atemwege schwollen an, bis sie vollständig blockiert waren. Ich wäre damals fast gestorben. Metorpan-Allergie. Metorpan ist ein häufig eingesetztes Arzneimittel zur Behandlung und Linderung von Schmerzen, insbesondere in Patienten mit einem derart schwerwiegenden Trauma. Gut, dass wir das herausgefunden haben. Wenn dem Patienten die falsche Medizin gegeben worden wäre, hätte das Ergebnis fatal sein können. Ach so. Na dann. Nehmen Sie zurzeit irgendwelche Medikamente ein? Nein. Sehe ich normal aus? Wie man halt die Ferie ausschauen kann. Würden Sie schon einmal wegen etwas Ähnlichem behandelt? Wie oft, glauben Sie, werde ich von einem Breen angeschossen? Das letzte Mal, dass ich einen Arzt gesehen habe, war vor 2 Jahren. Damals wurde ich wegen einer Polywasservergiftung behandelt. Wann haben Sie die letzte Mahlzeit zu sich genommen? Mittags, nehme ich an. Steht das in irgendeinem Zusammenhang? Warum haben Sie mir noch immer nichts gegen die Schmerzen gegeben? Erstmal fragen. Was haben Sie gemacht, bevor Sie verletzt wurden? Ich reparierte eine Energieleitung auf Deck 2, als die Breen aus dem Maschinenraum kamen und auf mich schossen. Sie haben mir nicht einmal die Chance gegeben, mich zu ergeben. Ich hätte Sie nicht angegriffen. Okay. Behandlung gegen Disruptorverletzungen. In den Medikits der Deferi gibt es mehrere Arzneimittel, die wir zur Linderung der Schmerzen des Patienten verwenden können. Asinolatin, Bicardin, Hydrozotilen, Metorapan und Morphenolog sind alle zur Schmerzlinderung indiziert. Sobald der Patient stabil ist, können wir die Disruptorschusswunde direkt mit einem Protopflaster behandeln, womit der Schaden am Zellgewebe repariert sein sollte. Was? Ach so, Moment, hier. Verwenden Sie das Medkit. Bitte wählen Sie die Medikation aus, mit der das Holospray geladen werden soll. Morphenol ist zur Behandlung chronischer Schmerzen initiiert. Normalerweise wird Morphenol zur Behandlung der Nebenwirkungen anderer Medikamente verwendet, die über einen langen Zeitraum hinweg eingenommen wurden. Bicardin. Bicardin ist zur Schmerzlinderung von ernsten, unfallbedingten Verletzungen initiiert. Die Behandlung mit Bicaridin verursacht in Patienten, denen dieses Arzneimittel über einen längeren Zeitraum verabreicht wird, länger als 10 Tage, bekanntermaßen verschiedene Formen von Suchtverhalten. Metorapan ist ein Ersatzmedikament, das keine Abhängigkeit erzeugt und in den meisten Fällen ernster Trauma, das zu bevorzugen ist. So, ja, ich nehme das. Weil es ein Ersatz und gegen Metorapan ist er allergisch. Verwenden Sie Bicaridin-Hypospray. Der Schmerz durch die Disruptorwunde ist nach. Das fühlt sich schon viel besser an. Danke. Das Bicaridin hat den gewünschten Effekt, Captain. Nun können wir den Protopflaster auf der Wunde anwenden, um sie zu heilen, ohne dem Patienten dabei unnötige Schmerzen zuzufügen. Danke, das fühlt sich besser an. Wenden Sie auf das Protopflaster an. Protopflaster, keine Ahnung. Irgendwas stimmt hier nicht. Also irgendwas stimmt hier rechts nicht. Da fehlt die Missionsanzeige fehlt da rechts. Die ist kaputt, die ist nicht geladen. Ich sehe nicht, was jetzt hier optional ist, was ich alles machen kann. Ich habe keine Ahnung, ich sehe es nicht. Sekunde mal. Hat neu anordnen. PvP-Missionen. Nachverfolgung von Missionen. Okay. Schwacher Trost, was mache ich eigentlich gerade? Das Rad der Zeit und 3 Zonen. Nachschubprobleme, getarnte Schiffe aufdecken. Hier, schwacher Trost. Sprechen Sie mit. Ach hier, sprechen Sie mit.
Ich mach mal ganz kurz. Hauptmission. So, und ist das nämlich oben. Mit Dr. Krauser sprechen. Sie haben ausgezeichnete Arbeit am letzten Patienten geleistet. Hat Ihnen jemals jemand gesagt, dass Sie das Zeug zum Arzt haben? Ich brauche jemanden, der nach dem Patienten auf Tisch 3 schauen kann. Ich wäre für jede Hilfe, die Sie mir leisten können, dankbar. Helfen Sie dem Patienten auf Tisch 3. Tisch 3. Da, hier. Mutter, sind Sie das? Was tut Ihnen weh? Ein älterer Junge namens Tosca nahm mir immer meine Lieblingsspielzeuge weg, wenn ich sie mit zur Schule brachte. Wenn ich versuchte, mich zu wehren, um meine Spielzeuge wiederzubekommen, machte er sie kaputt, sodass keiner von uns beiden damit spielen konnte. Meine Mutter sagte, Tosca sei nicht im Gleichgewicht. Sind Sie gegen etwas allergisch? Ich habe den Geschmack des Eintopfes meiner Mutter gehasst, als ich noch jung war. Sie versuchte mich davon zu überzeugen, dass er nach Frühling schmeckt, aber ich fand, er schmeckte nach Ungeziefer. Mia. Nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Wenn es regnet, spielte ich im Matsch. Meine Mutter dachte immer, dass ich krank werde, wenn ich draußen in der Kälte und im Nassen spiele. Aber ich wurde nie krank. Nicht ein einziges Mal. Offensichtlich ja. Wurden Sie schon einmal wegen etwas Ähnlichem behandelt? Ich liebe es, wenn meine Mutter mich in ihre Arme nahm und mich ganz fest umarmte. Sie roch nach Liebe, Gewürzen und Kräutern. Offensichtlich nein. Wann haben Sie die letzte Mahlzeit zu sich genommen? Mit meiner Schwester pflückte ich oft Beeren auf dem Hügel, von dem aus man die Farben sehen konnte, in der wir aufwuchsen. Sie waren bitter, deswegen vermischte sie meine Mutter mit granuliertem Klaverhonig. Also heute Morgen. Was haben Sie gemacht, bevor Sie verletzt wurden? Mein Vater sang mir als Kind oft Lieder. Ich schlief in meinen Armen ein und träumte süß. Offenbar hat er geschlafen vorher. Der Patient schien orientierungslos und sich seiner Umgebung nicht bewusst. Sie haben recht, Captain. Es könnte sich um ein Symptom eines Gehirntraumas handeln, aber wir können keinen psychischen Zusammenbruch ausschließen, solange wir eine geistige Verfassung nicht untersucht haben. Der Stress des Brain-Angriffs war möglicherweise zu viel für das Gehirn des Patienten. Ach, echt? Ich empfehle eine vulkanische Gedankenverschmelzung. Wissen Sie Ihren Namen? Meine Schwester hat eine Puppe, die sie Ilka nannte. Wissen Sie ungefähr, welches Datum wir haben? Ich liebe es, in der Dämmerung Umweginsekten zu fangen. Das Licht der herabsinkenden Sonne ließ ihre Flügel wie goldenes Feuer glühen. Aha. Wissen Sie, wo Sie sind? Können Sie wir jetzt unseren Nachtisch haben? Ich habe all mein Gemüse aufgegessen. Interessant. Wissen Sie, welches Jahr ist? Meine Schwester ist 3 Jahre älter als ich. Das bedeutet, dass meine Mutter sie all die lustigen Dinge tun ließ, während ich still sitzen und zusehen musste. Ja. Veränderter geistiger Zustand. Der geistige Zustand dieses Patienten ist offensichtlich stark beeinträchtigt. Ich empfehle, das Gehirngewebe auf tiefe Traumata zu scannen. Hyperencephalogramm sollte uns Erkenntnisse über mögliche Schäden liefern. Erzähl mir noch einmal die Geschichte der Bewahrer. Ja. Holen Sie den Scanner aus dem Medikit. Beschaffen Sie einen neutralen Scanner. Neuralen Scanner wohl eher. So, führen Sie eine neurologische Untersuchung durch. Schauen wir mal. Captain, es scheint, der Patient hat ein Kortikalimplantat in seinem Gehirn, das die Orientierungslosigkeit und die Wahnvorstellung verursacht. In der Region um das Implantat zeigt sich eine extrem hohe neurale Aktivität. Wenn wir die Aktivität mit einem Anästhetikum herabsetzen würden, wäre der Patient vielleicht ansprechbar. Ach, da liegen wir mit Kids rum. Okay. Bitte wählen Sie die Medikation aus, mit der das Holospray geladen werden, soll. Anästhetika. Bitte wählen Sie die Anästhezin. Anästhezin ist ein Anästhetikum. Es wurde auch als Gas eingesetzt, um eine große Zahl an Humanoiden in engen Räumen außer Gefecht zu setzen. Ich will nicht außer Gefecht setzen. Anitrizin.
Anitrizin ist ein Anästhesiatikum, das verwendet wird, um hyperaktive Nervenimpulse zu beruhigen. Der Einsatz von Anitrizin setzt bekanntermaßen die Wirksamkeit von Kranialimplantaten herab. Das klingt nicht schlecht. Axonol. Axonol ist ein Anästhetikum. Mann, schwieriges Wort, ich bin kein Arzt. Es wurde auch als Gas eingesetzt, um eine große Zahl an Humanoiden in engen Räumen aus Gefecht zu setzen. Die Verwendung von Axonol ist nicht bei Patienten mit schweren Traumata zu empfehlen. Okay, das fliegt schon mal raus. Melanix. Melanix, die Behandlung mit Melanix verursacht bekanntermaßen vorübergehende Hautverfärbungen. Ja, das wollen wir nicht. Neurozin. Es wurde auch als Gas eingesetzt, um eine große Zahl an Humanoiden in engen Räumen außer Gefecht zu setzen. Es sollten nicht in höheren Dosen als 100 ppm verabreicht werden. Ich bin für Anitrizin. Der Einsatz von Anitrizin setzt bekanntermaßen die Wirksamkeit von Kranialimplantaten herab. Ich hoffe mal, es setzt die Wirksamkeit der Implantate herab. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Wir schauen mal. Wo bin ich? Ich erinnere mich an Angriff der Breen und da war dieser Sanitäter. Er schien traurig. Die Breen haben mir ein Die Breen haben mir ein Kortikalimplantat eingepflanzt. Dadurch kam die Erinnerung in meiner Vergangenheit an die Oberfläche. Bitte entfernen Sie das aus meinem Kopf. Ich möchte so nicht leben. Das Anitrizin hat funktioniert, Captain. Ein Kortikalimplantat zu entfernen ist ein heikler Prozess. Ich sollte mich mit Dr. Corsa beratschlagen, wie hier weiter vorzugehen ist. Ich bin doch... Jetzt muss ich hier noch Mikrochirurgie machen, oder wie? Ich bin mit dieser Art von Technologie nicht vertraut. Jeder Versuch, den ich unternehmen würde, um sie zu entfernen, würde allein auf Vermutungen begründen. Wir haben einige gefangengenommene Breen im Kerker, die auf ihren Transport zum Gefängnis warten. Vielleicht können Sie sie befragen. Eines der Monster, das meine Patienten angetan hat, weiß vielleicht, wie man diesen Prozess rückgängig machen kann. Okay, dann fragen wir mal die Breen. Das hier? Ah, okay. Es sieht so aus, als würden die Texturen fehlen irgendwie, weil es hier so schwarz ist komplett. Als würde hier irgendwas fehlen. Interessant. So, riesiges, schönes Schiff. Sieht aus wie ein Klingonenschiff eigentlich, wenn man es genau betrachtet. So, es gibt eine Anomalie hier. Warte mal, Moment, eine Sekunde. Es gibt hier eine Anomalie. Ist die hier noch irgendwo? Nö, da zeigt der Transport Dinge zumindest nicht hin. So. Vorsicht jetzt. Was? Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe das letzte Mal, habe ich die Mission, glaube ich, ganz gut geschafft. Als ich es privat gespielt hatte. Ich bin mal gespannt. Ich lasse mich mal überraschen. Ich krieg das bestimmt hin. Ich bin zuversichtlich, dass ich das hinkriege. Sir, es gibt da einige Dinge, die Sie über die Breen wissen sollten, bevor wir mit Ihnen besprechen. Die Breen sind eine Kriegerrasse. Sie tun, was sie für zweckdienlich halten und sie nehmen eher Gefangene als zu töten. Schließlich ist ein Sklave nützlicher als ein toter Mann. Uns mag das kaltherzig und gefühllos erscheinen, aber für die Breen ist das einfach nur logisch. Viel wichtiger als der Tod sind für sie Überleben und Pflicht. Die Breen sorgen sich sehr um die Ehre. Verletzen Sie niemals die Ehre eines Breen und sagen Sie niemals, dass Sie grundlos töten. Und Sie sollten bei Ihrer Befragung keine Probleme haben. So, okay. Wenn du mit dem Breen redest und eine falsche Frage oder Antwort nimmst, schlägt die gesamte Mission fehl. Ja, das weiß ich. Das habe ich mir fast gedacht. Hallo du. Sprechen Sie mit den Gefangenen, The Breen. Was schaut ihr so, Sternenflotte? Wie heißen Sie? Sehen Sie sich doch an. Sie stehen im Schatten von Tottrell. Welche Hoffnung könnte die Fähre angesichts einer solchen Macht schon noch haben? Ich will Ihre Fragen nicht beantworten. Belästigen Sie jemand anderen. Erzählen Sie mir von Tottrell.
Tottrell hat mehr Macht und Weitsicht als ein lächerliches Wesen, wie sie sich nur vorstellen kann. Die Fähre werden die Ersten sein, die dieser Macht zum Opfer fallen werden, und sie werden nicht die Letzten sein. Er wird nicht aufhören, bis nicht der gesamte Alpha-Quadrant der Breen-Konföderation dient. Schon bald werde ich auf den Ruinen ihrer Heimatwelt stehen und unseren Sieg feiern. Ich werde die Reste ihrer Führer unter meinen Stiefeln zerdrücken. Tottrell ist der Mann, der dies möglich machen wird.